Der Quiddy Q1 Pro. Über kaum einen anderen Drucker wurde im Netz mehr darüber diskutiert. Ja, ihr wisst dies sicher noch sehr genau. Das Thema mit der nicht so elegant gelösten Bauraumheizung in Bezug auf den Berührungsschutz. Und dass dies ja ein Bambulab-Killer ist. Ach, wie ich diese Videos liebe. Dazu aber mal später mehr. Zuerst einmal möchte ich euch heute diesen zeigen, denn dieser Drucker hat auch viel Positives. Vieles, was richtig gemacht wurde. Also lasst uns einfach gleich losstarten. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Robert und stelle euch heute, wie eingangs erwähnt, den Quiddy Q1 Pro vor. Ein Drucker mit allen Schikanen, welcher es auch erlaubt, technisch anspruchsvolle Materialien verarbeiten zu können. Quiddy hat hier eine lange Geschichte und baut kleine Drucker sowie große Drucker. Der Q1 ist eher in der Mitte einzuordnen, jedoch mit dem Funktionsumfang der großen, welche gerne als ganze Backöfen bezeichnet werden. Denn diese sind nicht nur groß, sondern auch schwer. Und ja, ich rede von der X-Max-Reihe. Da kommen die 17 Kilo doch als Leichtgewicht daher. Man bekommt ihn also für ein Leistungsgewicht von 27,60 Euro pro Kilo. Gut, geht nur am Stück. Also aktuell liegen wir so um die 470 Euro. Und man kann direkt out of the box damit drucken. Von außen wirkt er, naja, in der Tat etwas plastisch. Und ja, das Gehäuse ist eben komplett verkleidet. Doch die inneren Werte zählen ja in der Regel mehr. Rahmen und Co. sind aus Metall. Die Parameter des Druckers, es ist ein vollständig eingehauster Core XY-Drucker mit einem Gesamtbauvolumen von 245 x 245 x 240 mm. Die Druckfläche ist an zwei unabhängigen Z-Motoren rechts und links aufgehangen, sodass wir hier eine Z-Tilt-Kalibrierung vollführen können. Das Druckbett kann aber noch mehr. Es hat drei verbaute Sensoren für das Leveling, zusätzlich noch einen weiteren im Druckkopf. Dies soll immer perfekte Druckergebnisse im ersten Layer sicherstellen. Auf dem Druckbett könnt ihr übrigens mit der Temperatur bis auf 120 Grad Celsius hochgehen. Und apropos Druckkopf, dieser hat einen integrierten Filament-Runout-Sensor, ein zusätzlicher, welcher verknotetes Filament erkennen soll, ist auf der Rückseite des Bauraums angebracht und schafft sich auf bis zu 350 Grad zu erhitzen. Damit lassen sich tatsächlich eine Vielzahl von Filamenten drucken. Das größte und zeitgleich kontroverseste Highlight ist die Bauraumheizung, welche diesen tatsächlich bis auf 60 Grad erhitzen kann. Lässt man diesen mit dem Druckbett zusammen 10 bis 15 Minuten aufwärmen, lassen sich Drucke ohne Probleme starten, welche anspruchsvolle Bedingungen im Druck haben. Ja, die Bauraumheizung, um dies nochmal kurz zu erwähnen, ist ein, ja, für viele ein Sicherheitsrisiko. Aber nochmals, ihr findet dazu auch ein Video auf meinem Kanal, in welchem ich die Stromschlaggefahr angesprochen habe. Dieses Gerät erfüllt die Schutzklasse 1 und Schutzart IP00. Bedeutet, die Öffnung am Lüfter könnten größer sein. Das Gerät wäre immer noch zulässig. Es ist jedoch so, dieses Problem betrifft nur wenige Länder. Jene, in welchen man den Stecker um 180 Grad verdreht in die Steckdose stecken kann. Und leider sind wir in Deutschland trotz aller Regularien in dieser Hinsicht nicht so weit wie zum Beispiel unsere Nachbarn Frankreich, welche zwar die gleichen Stecker verwenden, jedoch dieses bei einem Schutzkontaktstecker durch eine kleine Änderung verhindern. Aber genug zu diesem Thema. Wer sich absichern will, zusätzlich sollte sich eine eigene Abdeckung drucken, welche das Gitter kleiner macht. Mittlerweile gibt es hier tatsächlich so einige 3D-Modelle am Markt. Die Heizung selbst an sich ist wirklich recht fix, heizt gut durch. Nach guten 10 Minuten, 15 Minuten sollte der Drucker mit dieser eine wirklich mollige Wohlfühltemperatur haben können.
Als weitere Ausstattungsmerkmale kommen zusätzlich noch dazu eine 1080p Kamera, Clipper, PMC 2240 Treiber und so weiter. Als Basis dient hier im Übrigen ein MKS SKR-P E-Board, welches voll integriert seinen Dienst verrichtet. Bei der Lautstärke ist er tatsächlich nicht der leiseste, aber auch nicht der lauteste. Es hält sich ein Stück weit die Waage. Ja, er macht mit 63 Dezibel ganz schön Krach. Gerade wenn er auf den Achsen verfährt, eine schnelle Bewegung zum nächsten Punkt im Druck vollführt. Das hört man stark. Manchmal ist es auch ein großer Ruck durch die starke Beschleunigung, welche sich auf der Oberfläche bemerkbar macht, auf welche er steht. Gerade wenn dies ein Tisch ist, habt ihr bei der Übertragung der Schwingungen gegebenenfalls hier einen super Verstärker für diese Resonanzen. Generell muss man aber auch anmerken, kann dies am Aufbau selbst liegen. Vergesst hier nicht, dass dieser Drucker zwar einen Metallrahmen als Grundgerüst besitzt, aber eben auch viele Plastikteile drumherum. Diese können sehr wohl das eine oder andere Geräusch etwas intensiver machen, als dies normal der Fall ist. Aber mit 63 Dezibel ist er eben nicht dazu geeignet, daneben direkt zu arbeiten und das vor allem im gleichen Raum. Wie eigentlich mit allen modernen Geräten ist auch dieser nicht in die Kategorie besonders leise einzuordnen. Beim Heizverhalten habe ich hier einmal die Druckbetttemperatur von 0 auf 80 und den Bauraumheizer von 0 auf 55 Grad untersucht. Das Heizbett ist wiederum dabei sehr gut. Es heizt die Fläche nicht einseitig, sondern eher zentral auf, so wie wir es in der Regel erwarten. Dieses sehe ich als Pluspunkt an, da dies bei meinen anderen Druckern immer ein wenig problematisch ist. Generell gilt jedoch vor dem Druck ein sogenanntes Heat-Soak zu machen, also das Aufwärmen des Druckers mit allen im Bauraum befindlichen Komponenten. Wenn man das Druckbett etwa 5 Minuten auf der Zieltemperatur hält, ist dieses durch und durch gut durchgewärmt. Die Abweichung von Soll- zu Ist-Temperatur liegt bei 3 bis 5 Grad Celsius Unterschied. Aber auch hier wieder der Hinweis, die Wärmebildkamera ist nicht geeicht, von daher kann dies auch einfach nur eine Ungenauigkeit des Messgerätes bzw. der Messmethode sein. Und dank der Bauraumheizung, welche übrigens bis zu 60 Grad Celsius im Bauraum erzeugt, ist nach einem 10 bis 15 Minuten langen Aufheizen auch technisch anspruchsvollen Filamenten mollig warm. Das Druckbett insgesamt ist auf zwei Achsen fixiert, welche jeweils mit einem eigenen Motor ausgestattet sind. Wie eingangs erwähnt, lässt sich so also eine Z-Tilt-Kalibrierung durchführen. Insgesamt ist die Oberfläche sehr gerade. Hier gibt es aus meiner Sicht nichts auszusetzen. Zusätzlich verfügt das Druckbett über Piezo-Sensoren, welche beim Probing genutzt werden können. Beim Hotend bietet Kidi ein abnehmbares Cover, worunter dann gleich der Extruder zum Vorschein kommt, sowie das proprietäre Hotend. Dieses kann man mit wenig Handgriffen bei Bedarf auswechseln. Im Zubehör findet man die komplette Baugruppe als Ersatz, aber auch diverse Nozzles in Bimetall, gehärtetem Stahl, kupferbeschichtet oder Messing. Die Düsengrößen gehen hier von 0,2 bis 0,8 mm. Der Bauteillüfter pustet mit einem sehr guten Durchsatz von 1,8 Metern pro Sekunde und schafft es bei meinen Tests auf stolze 21,5 Kubikmeter pro Stunde. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ein Druck mit ASA, ohne wirklich was einzustellen, ist eigentlich ein No-Go. Doch ich habe dies einfach mal getan. Kidi Slicer installiert, welcher eine geklonte Version des Prusa Slicers ist, das ASA Standardprofil ausgewählt und nebenbei schon mal den Drucker auf die richtige Temperatur 15 Minuten lang anheizen lassen. Das Bett also auf 90 Grad, den Bauraum auf 55 Grad und dann nach Ablauf der Zeit Druck starten. Und was soll ich sagen? Es klappte. Ohne Warping, auch wenn ich zur Sicherheit eine Brim genutzt habe. Doch schauen wir uns die Druckergebnisse mal im Detail an. ASA war wie gesagt ein Schuss ins Blaue, auch das PLA. Einfach mal probieren, Standardprofile rein, glücklich sein. Und ja, es hat geklappt, auch recht sauber. Wobei man mit etwas Feintuning allein im Slicer sehr wahrscheinlich noch viel mehr herausholen kann.
Ich habe verschiedene ASA-Teile gedruckt, unter anderem ja so eine kleine Kabelrolle. Das hat auch sehr gut geklappt. Diese war Print in Place und tadellos. Sie funktioniert auch, wie sie soll. Das Kabel eingelegt und mal testweise aufgerollt. Der Mechanismus ist ganz gut, doch ja, die größte Rolle scheint bei einem 3 Meter USB-Kabel nicht wirklich alles aufnehmen zu wollen, auch wenn dies ein günstiges und nicht so starres Kabel ist, was aber nicht dem Druck Abbruch schafft, sondern eher meiner Unfähigkeit, das Passende zu wählen. Aber auch die PLA-CF-Drucke können sich hier tatsächlich sehen lassen. Das kleine Speedbenchy und auch die Halter einfach mal drauf losgedruckt und ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Selbst die Verschraubung passten auf Anhieb sehr gut. Doch kommen wir zu der eingangs erwähnten Frage, ob dies ein Bambulab-Killer ist. Technisch haben wir ja nun alles gesagt, doch was ich nicht verstehe, warum es so viele Videos über diesen Drucker gibt, welche ihn direkt als ein Bambulab-Killer bezeichnen. Oder auf dem Titelbild den Bambu einfach durchstreichen. Ich möchte euch hier tatsächlich nur eines ans Herz, egal welchen Drucker ihr nehmt, der frisch auf den Markt kommt, denkt immer daran. Der Bambulab X1C ist schon beinahe 2 Jahre auf dem Markt. Man sollte sich also eher fragen, warum hat das so lange gedauert? Und ja, der Kidi ist wirklich gut, denn im Gegensatz zur Konkurrenz ist allein die Bauraumheizung ein absoluter Mehrwert für Personen, welche sich nicht nur mit PLA oder PETG zufrieden geben wollen. Wie heißt der Spruch schon so gut? Gute Freunde lässt man nicht PLA drucken. Alle anderen Kunststoffe im Übrigen profitieren von einer wirklich konstanten Wärme im Druckraum. Also egal, ob ihr ABS, PA12 oder irgendwas anderes an technischen Filamenten drückt. Ich kann mir eigentlich das Fazit jetzt so gesehen sparen. Ihr wisst doch schon alles. Wir haben alles gesagt. Aber zusammenfassen sollten wir es vielleicht doch nochmal. Ja, der Kidi Q1 Pro ist genau das, was er verspricht. Nicht mehr, nicht weniger. Er richtet sich an alle, die ABS, ASA, Nylon, PA12 und Co. drucken wollen. Ihr habt hier also ein Gerät, was das alles kann. Das Ganze auch tatsächlich zu einem absolut fairen Preis von unter 500 Euro aktuell. Wer hier einen Carbonfilter im Übrigen vermisst, ja, es gibt keinen ab Werk. Aber Kidi hat auch hier etwas Passendes veröffentlicht. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Wer also auf unnötigen Schnickschnack verzichten kann, wie Multimaterialsystem und Co., ist bei diesem Drucker sehr gut aufgehoben und genießt dank Clipper alle Freiheiten auch in der Zukunft. Immerhin, ihr habt ja ein MKS-SKR-PI-Board hinten drin und damit seid ihr eigentlich frei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.